Einen wunderschönen guten Tag, YouTube. Hallo und herzlich willkommen bei mir, Jesse Even, zu Forspoken. Wir sind bei Teil X plus 1 und stehen von den Todesarnos ins nächste Gebiet. Ich habe in der Zwischenzeit habe ich mir mal ein bisschen die Open World gänzlich angeguckt. Wir haben ja sehr viel geskippt beim Aufnehmen. Es wiederholt sich da halt schon immer wieder sehr. Ja, also ich glaube, dass das wirklich beste Zusehergebnis habt ihr in diesem Recording. Ja, weil es von mir ist. Spaß beiseite. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Wir gehen in den Todesanus. Lasst euch nicht ärgern. So, jetzt habe ich nämlich ganz schnell eben aus Versehen auf Fortsetzen geklickt und habe ein bisschen im Intro Panik bekommen. Ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen Panik bekommen. Wie ihr seht, wir haben einen neuen Mantel. Wir haben diverse Dinge neu. Ich möchte euch das jetzt erstmal kurz zeigen, auch wie die Karte aussieht. Ich habe mich jetzt nicht um jeden Schatz hier gekümmert. Tatsächlich habe ich es geschafft, mich irgendwie hochzubuggen. Fragt mich nicht wie, aber ich habe die meisten, beziehungsweise ich habe die alle hier oben mal sein gelassen. Außer den Schnellreisepunkt. An den wollte ich irgendwie rankommen. Und fragt mich nicht wie. Ich bin an einer Klippenstelle, konnte ich die ganze Zeit so hochwackeln. Und plötzlich war ich da oben. Es hat sich nicht richtig angefühlt. Ansonsten werdet ihr feststellen, ich habe die... Oh mein Gott. Ah, nee, da kam ich, glaube ich, gar nicht dran. Genau. Es gibt ein paar Punkte, an die kann man einfach nicht ran. So wie hier immer noch im ersten Gebiet. Oder diese Gebiete, diese Orte. Ansonsten habe ich mein Bestes versucht. Ich habe ein paar Mutanten irgendwie gelegt, aber das war auch eher so ein Krampf und mehr Dark Souls alles... als alles andere. Warte mal, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Genau, an den Turm kam ich auch nicht dran. Hier. Hier sind wir jetzt. Und da war ja der Todesanus, der uns sagt so, ja, wenn du jetzt hier weitergehst, wird dann eigentlich ein bisschen härter. Ich bin jetzt mal gespannt. Unsere Ausrüstung sieht momentan folgende vor. Wilde Zahlen, die mir alle irgendwie nicht wirklich das Gefühl geben, ich wäre stärker oder schwächer. Wir haben eine neue Halskette, genau. Wir haben zwei neue Umhänge. Ja. Ich glaube, der Rest... Achso, warte mal, wie sieht es mit Magie aus? Hier habe ich ein bisschen was gemacht, aber irgendwie seitdem ich mich da an dieser Stelle hochgeglitscht habe, habe ich diese Punkte einfach nicht freischalten können. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht komplett gebrochen. Ja, dafür muss man nämlich irgendwie Leute einfach umhauen, bla bla bla. Und das hat irgendwie nicht mehr mitgezählt. War nicht ganz so optimal. Ich hoffe, ich kann das überhaupt noch nachmachen. Deutlicher bemerkbar. Inwiefern? Es wird gefährlich, aber du musst stark bleiben und weitergehen. Stark bleiben und weitergehen. So, mal gucken. Okay, ich fall da schon rein. Was zum... Ich schwebe. Vermutlich hängt das mit der starken Konzentration des Bruchs hier zusammen. Na sowas. Hier ist es so crazy. Ja, ungemein vergnüglich, da bin ich mir sicher. Können wir jetzt weitergehen? Reifi, stress mich jetzt gerade nicht. Ich will wissen, ob dahinter was ist. Aber eigentlich würde ich lieber mit euch jetzt da reinspringen. Ach komm, yay. Einfach rein. Kann ich unter Wasser atmen? Zumindest 8:30. Je intensiver der Bruch wird, desto weniger greifen die Gesetze der normalen Welt. Alter, mich überrascht bald gar nichts mehr. Okay, ist ja wie so eine Unterwasserwelt bei Mario. Ha!
Ich habe mir auch übel halb den Finger gebrochen. Habe die ganze Zeit STG und Shift gedrückt. Guck mal, wir haben 259. Ich kann locker was skillen. Und habe die ganze Zeit STG und Shift gedrückt. Weil das mir so im Tutorial erklärt wurde. Boah. Aber tatsächlich reicht einfach nur STG zu drücken. Ich habe Feinde in der Nähe. Sei auf der Hut. Ja, ja. Augen auf schon. Bereit? Nun tu doch was. Denen zeig ich. Hey. Es ist früher Morgen. Hier keine Kapriolen. Jetzt aber, Frey. Schon dabei. Das hat gesessen. Ich glaube, ich habe Huni kaputt gemacht. Pardon. Mein ganzer Körper ist heute Morgen noch ein bisschen auf im Pausemodus. Oh. Und der fährt gerade erst hoch. So. Easy. Ich hab's mittlerweile voll drauf. Bin einfach richtiges Brain. IQ 9000 ist am Start. Und ich mir langsam wüsste, was ich mit diesen alten Münzen mache. Werde ich dadurch schneller wie in Mario Kart oder what are we? Nanu? Warte mal. Das nehme ich mal mit. Ja, seit ich das auf jeden Fall rausgefunden habe, dass ich nur STG drücken muss zum Sprinten, fällt mir das auch alles ein bisschen viel einfacher. Oh, shit. Und ich rush irgendwie ein bisschen mehr durch das Game. Für mich ist das absolut in Ordnung, wenn ich ehrlich bin. Weil... Wow, hier sieht's verdammt anders aus als Ingenieur. Warnen ist wie ein Fingerabdruck. So jeden Furz halt mitnehmen. Jedes Gras oder so weiter und so fort. Das ist halt so. Das ist also die Festung? Haben wohl an der Instandhaltung gespart. Der Zahn der Zeit hat das seine getan. Aber dies sind die Auswirkungen des Bruchs. Genau da, wo es weh tut. Du solltest Schläden in nächster Zeit ausweichen, wenn es geht. Ach, tatsächlich? Wow. Nanu? Nicht schlecht. Wo ich diese Widder sehe, ich habe ein bisschen Bock, mal wieder in den Tierpark zu gehen. So mit Rotwild und so. Oh, guck mal, hier hinten ist ja noch was. Ich finde sie alle. Aber auch nie so, ja, ich sprinte jetzt ganz gerne mal so die Dinge ab. Ich brauche das nicht mehr. Auch nie, oh, guck mal, was Süßes. Oh, was Süßes. Oh, was Süßes. Also, was haben wir hier? Hm. Ja. Ich hätte nur ganz gern mal langsam diese Peitsche, mit der ich mich überall festhalten kann.
So, hier machen wir jetzt erstmal ein Kit für die Straßen. Ein Foto für die Straßenkids. Es ist einfach so genau mit den Pfeiltasten. Wart's ab, bis die Kids das sehen. Oh, eine Zwischensequenz. Die Stille gefällt mir aber gar nicht. Ich finde sie friedlich. Würdest du lieber gegen Bruchbestien kämpfen? Nein, aber also in Horrorfilmen. Wenn's da ruhig wird, dann fängt die Kacke erst richtig an zu dampfen. Ach, war ja klar. Oh, das ist wieder der Drache. Was hab ich denn wieder da getan? Der hat's echt auf mich abgesehen. Scheint so. Aber den Kampf solltest du vermeiden. Ja, gute Idee. Ich weiß halt nicht, vielleicht will dieser Drache uns auch testen, weil er der einzige Verbündete ist, den wir die ganze Zeit haben. Wäre kompletter Quatsch. Ist jetzt noch nie in der Geschichte der Videospiele gegeben, dass unser anfänglicher Erzfeind unser eigentlicher Verbündeter ist. Oder? Oder doch? Das muss ich überlegen. Also mir würde tatsächlich kein Videospiel einfallen. Das so handeln würde. Du wirst dich verteidigen müssen. Mach ich, und zwar mit dir. Dieses Gelaber, ich bin halt leider Gottes ehrlich. Es ist, wenn man ein paar Stunden extra spielt, für die Open-World-Geschichten. Was haben wir hier? Es ist sehr oft sehr repetitiv. Cool. Klasse. Einfach mal 1% heilen. Let's go. Warum willst du unbedingt zurück nach New York? Es heißt New York. New York. Und weil mir die ganze Nummer hier zu verrückt ist. Echt nicht der Rede wert, was wir da drin gefunden haben. Stimmt. Abgesehen von der Horde hirnloser mörderischer Monster. Ja, die will aber keiner. Die nicht da waren, effektiv. Weiß jetzt aber auch nicht, wo die jetzt waren. Alter, das ist mir irgendwie viel angezeigt worden. Eine gute Gelegenheit, unsere Muskeln spielen zu lassen. Hab ich gesagt, dass wir reingehen? Ha! Immer noch keine Spur von Silasburg. Das Gebirge ist ziemlich unwegsam. Du solltest okay, jetzt gehen wir erstmal. Lass mich raten. Du hast die Karte studiert. Ja, im Gegensatz zu dir. So. Erstmal finde ich hier unten nichts. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Deswegen lasse ich das erstmal alles so, wie es ist. So, Moment. Wie ist jetzt hier eigentlich die Möglichkeit zu skillen? Das ist schon ziemlich hoch. Und das hat mich jetzt ziemlich viel von diesen Marken gekostet. Okay. 74. Trefferpunkte Bonus an der Halskette zu erhöhen.
Dafür reicht's. Warte mal, das sind 140, das sind 148, das reicht perfekt für beide. Als hätte jemand gerade abgezählt, ne? So, dann haben wir jetzt noch ein Skill offen. Das, genau. Und ich muss dann nochmal alle erweitern. Bisher habe ich nur die Pflanze geboostet. Etwas gefunden? Ich habe Schluck auf. Warum? So viel Glück hat man nicht oft. Ich habe gerade etwas Zeit. Ich werde mal neue Skills auswählen, weil die ja eben nicht mehr gingen. Respektive, die waren ein bisschen verbuggt, genau. So. Wir wählen erstmal einmal alles ab. Und jetzt schauen wir nochmal neu. Und zwar gemeinsam. Der normale Schuss greife Gegner an, während du den magischen Parcours verwendest. Okay, 35. Das sollte machbar sein. Treffe mindestens 3 Gegner gleichzeitig mit einem einzigen Angriff. Dafür brauche ich definitiv eine Welle. Stoße Gegner zu Boden. Ja, habe ich auch schon mit angefangen. Das hat einfach nicht mal weiter gecountet, ne? So. Übung macht die Meisterin. Die nehmen wir jetzt mal so mit. Dann schauen wir doch jetzt mal. Ob hier nicht irgendwo, da oben sind noch Gegner. So. Nicht weg! Denen zeige ich's! Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Mach das dein Leben ein bisschen leichter. Nur ein bisschen. Achtung! Okay, das zählt leider nicht. Ich dachte jetzt, okay, gut, vielleicht zählen die Angriffe von der Blume auch. Vielleicht zählen die Angriffe der Blume auch. Auch wenn ich nichts mache. Also wenn ich nur sprinte. Wäre es halt gewesen. Aber zumindest hat er jetzt ein bisschen was mitgezählt. Vielleicht habe ich auch einfach nur mal einen Restart des Games gebraucht. Weil ich nämlich das letzte Mal nicht gewillt zu unterbrechen. Gut. In welche Richtung muss ich denn gehen? Oder müssen wir denn gehen? Hier. So. Ich muss euch leider erstmal ein bisschen weg von der Quest nehmen. So. Als Ubisoft-Fan bin ich natürlich froh darüber, dass sie einen Turm eingebaut haben. Den muss man zwar nicht erobern, aber der King wird bedient. Naja, wenn ich schon mal da hinten wäre, dann könnte ich da eigentlich auch nochmal vorbeischauen. Nicht. Es tut mir furchtbar leid. Mein Körper ist irgendwie noch gerade so, jetzt erstmal alles auswerfen. Und ich denke mir so, nein, du bist doch fit, schaff doch was.
Arbeit, funktioniere Körper. Du musst wachsam bleiben. Ich habe Augen im Kopf, danke. Silas. Ich schätze, sie haben früher wohl in ganz Prenos gehört. Ja! Jawohl! Komm schon! Schreit doch jetzt nicht so, wir haben 11. Wir haben 11 Heiltränke. Gleich gibt's aufs Maul. Na also! So, den haben wir jetzt schon mal. Nee, das funzt nicht. Das hat gesessen. War jetzt, naja. Das war ein bisschen mühsam. Nur ja. Ein bisschen? Du sprichst mir aus der Seele, Frey. Es scheint kein Ärger zu drohen. Fast langweilig, oder? Also ich meine... Solange du da bist, ist mein Bedarf an Ärger. Ich habe hier in der Tür habe ich wieder mal ordentlich Rennen rasiert. Aber... Werde nur nicht sentimental, hörst du? Der wird hier sentimental. Ich jedenfalls nicht. Gut, für diesen Ort gibt es keine Rettung. Gut, wenn es hier keine Rettung gibt, dann kann ich auch weitergehen. So, und genau so habe ich es irgendwie geschafft, mich immer an irgendwelchen Orten. Da hoch zu manövrieren. Um an einen Checkpoint ranzukommen, an den ich hätte gar nicht kommen dürfen, glaube ich. Sieht düster aus. Das hatte ich noch nie aufgehalten. Noch nie. In all den 3 Tagen, die wir jetzt schon spielen. Jetzt musste ich kurz überlegen, was war denn jetzt Stream? Was ist Record? Ich mir gerade nicht so hundertprozentig sicher bin, ob ich das Game on Stream weiterbekomme. Aber das gilt es dann zu einem anderen Zeitpunkt als heute nochmal herauszufinden. Hier ist es verdächtig still. Die Ruhe vor dem Sturm. Okay, dann... Hey, komm schon her! Oder habt ihr Angst? Zeig denen, wie es gemacht wird. Tut bestimmt weh. Denen zeig ich's. Vorsicht! Geist!
gut. Gar nicht gut. Jetzt aber, Frey. So, tschüss. Haben wir jetzt hier wieder zwei verschiedene Türen, oder? Schwierig zu sagen. Ich glaube, ich nehme erstmal den. Der andere geht mir mehr in die Richtung, in die ich gehen soll. Meine Wahl war gut. Nice. Ja, in der Tat. Okay, mal gucken. Wie ist... Oh Gott. Yes, na endlich. Gut gemacht, schätze ich. Okay, ich möchte da nicht weiter drüber reden. Wie anspruchsvoll oder eben nicht das Ganze hier war. Ey, jetzt weiß ich, woran mich das ganze Spiel von all seiner vorab Promo etc. pp. Erinnert. Und zwar an Control. Also los. Diese Begeisterung. Control hatte halt auch so einen übelsten... Ja, wie soll ich sagen? Hype? Volltreffer! Alle mega drauf angezeckt, jeder Ultra-Bock. Da. Alles so, das wird das nächste große Franchise. Voll auf die 12. Und wenn wir mal ehrlich sind, wobei ich glaube, mittlerweile ist Control 2 angekündigt, ne? Na bitte. Aber vor allem am Ende war das Ding kein Hit mehr. Hey, ich bin immer müde. Oh, dann hey, ich bin immer müde. Ich kann halt diese Dialoge so. Hey, du wirkst müde. Ich bin immer müde. Ist das eine Festung? Na, dann sollten wir da mal reingehen. Wer hat gesagt, dass ich reingehen will? Mir scheint es nicht weiterzugehen. Kehrt Marsch. Das war auch gar nicht mein Ziel, hier fertig zu werden. Oh, hallo? Sondern mein Ziel war es, den Loot abzugrasen. Wenigstens in den Labyrinthen denke ich mir... Oh, hallo. Denke ich mir, die, das nehme ich mit. So, ich habe nämlich gestern ein bisschen gewütet und habe mal wieder ein paar neue Kabel, also ein paar Kabel neu verlegt. Und das Problem ist, dass ich ein Kabel gefunden habe, was nicht so wirklich... Das lässt sich... Wie sage ich das jetzt? Das hat noch keinen Abnehmer. Und das liegt da jetzt rum. Und dieses Kabel ist allerdings irgendwie... Hängt das an der Tischkante auch fest. Es ist alles ein bisschen schwierig. Es ist nicht ganz, wie ich es gerne gestern gehabt hätte, aber ja. Und da bin ich jetzt gerade mit dem Fuß hängen geblieben. Das ist natürlich jetzt sehr unangenehm. Aber wir haben alle nichts verpasst. Vielleicht kann ich es so einfach genauso rausschneiden. Dann wird niemand was mitbekommen. Dieses Vieh ist nicht nur hässlich. Es hat auch wieder mal keine Textur. Das meinst du ernst, oder? Yeah.
ganz so oft treffen lassen? Wofür hältst du mich? Für eine Superheldin? Ich kann halt nicht ausweichen, weil ich hier nur am Ausweichen bin. Wir nehmen erstmal kurz einen Trank. Ich drücke C. Okay. Dir geht's gut, oder? Naja, gut, nicht unbedingt. Sie one-hittet mich. Passt. Kennt ihr diese Bosskämpfe, die euch die einfach keinen Sinn für euch ergeben? Eile ist geboten, Frey. Sollte das hilfreich sein? Also gut, dass ich 11 Heiltränke habe. Aber schlecht, dass ich sie alle brauche. Ich liebe Bosskämpfe, wenn ich die unterbrechen muss, um meine Technik zu reparieren. Ich habe jetzt schon die zweite Unterbrechung in dem Bosskampf gehabt. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Also, dass ein Cut war. Wenn nicht, habe ich meine Arbeit gut gemacht. Wenn man es gesehen hat, dann ist es auch egal. Aber dann habe ich meine Arbeit vielleicht trotzdem gut gemacht. Weil ihr noch da seid und alles funktioniert oder wieder funktioniert. Für die Leistung habe ich eine 1 verdient. Mit Stempel. Absolut. Volle Punktzahl. Also so oder so, ich bin der König. Problematik war gerade, ich weiß nicht jetzt genau, wie es schneidet. Kann also sein, dass jetzt zweimal drin ist. Problematik war, ich habe gestern ein bisschen Kabel sortiert. Und bei dieser Kabelsortierung hat ein Kabel seinen Platz noch nicht gefunden. Das kannst du brauchen, falls sich hier Fieslinge herumtreiben. Ich nehm's besser mit. Das hat jetzt einfach zur Folge, dass ein anderes Kabel jetzt einen Wackler hatte. Nicht so gut. Ich hoffe, ich habe es jetzt fixen können. Ich weiß jetzt nur nicht ganz genau, wie lang am Ende jetzt der Part bis hierhin ist. Weil natürlich die Aufnahme weiterlief, während ich unterm Tisch rumgerödelt hatte. Ich werde also mal 10, 15 Minuten länger aufnehmen, als ich normalerweise machen würde. Und hoffe, der Teil wird nicht zu lang oder zu kurz. Oh! Oh, stimmt. Es gab ja einen neuen Umhang. Deswegen bin ich hier reingegangen. Zum Eingang zurückkehren. Ja, bitte. Oh, ich habe hier so Verspannung. Aber das interessiert jetzt nicht. Wir wollen hier weitermachen. Forspoken muss durchgespielt werden. Nicht mehr viel Zeit, bevor wir mit dem Hogwarts Legacy Let's Play anfangen. Und bis dahin will ich eigentlich ganz gerne. Nanu! Dieser Gegner ist ein ganz besonderes Exemplar.
Voller Goldfee. Tu, was du am besten kannst. Hasta la vista, Baby! Das ist eine Chance. Jetzt bist du dran. Wie geht es dir? Viel besser als noch vor einer Minute. Das hilft nicht viel. Haha! Yep. Schilde hoch! Stimmt, ich habe so viel geskillt, wovon ich noch keine Ahnung hatte, weil ich es nicht benutzt habe, ne? Ja, auf jeden Fall bis zum 7. Februar hätte ich echt ganz gerne. Ist doch egal. Wir schlagen uns schon durch. Hätte ich nämlich ganz gerne Forspoken tatsächlich durch. Schon dabei. Für euch auf YouTube wird es, glaube ich, noch nicht durch sein. Oh, da weiß ich was. Das hat gesessen. Aber zumindest sollte ich dann schon beim Aufnehmen fertig sein. Das tat gut. So, leider Gottes musste ich diese Gruppen immer wieder mitnehmen. Nö, keine Lust. Ich trainiere ja nicht für eine Meisterschaft oder so. Würde es mich zu sich rufen. Ich bin jetzt in dem Teil ein bisschen abgelenkt. Ich gebe es zu. Neue Zauber erlernt. So, kann ich jetzt damit alles erreichen? Tinsel beschleunigen, indem du dich vom Boden abstößt. Drücke in der Landung. Ja, gut. Weiß es noch nicht ganz genau. Okay, ich habe jetzt nicht so ganz gerafft, wie das funktionieren soll. Aber ich habe vieles noch nicht gerafft, was ich inzwischen halbwegs gemeistert habe. Halbwegs. Hier würde ich ganz gerne eine Weile chillen. Wunderbar. Ja, stimmt. Erwarten, wir können mal Heiltränke machen. Mit dir zum Chillen. Warum musst du denn chillen? Weil er nicht weiß, was das bedeutet. Man denkt doch mal nach. Oh. Also dieser Teil ist gespickt von Räuspern, von... ich kriege keine Luft mehr. Nein, danke. Ich ging so ein bisschen wie Edward Norton in Fight Club. Nein, alles in Ordnung. Alles okay. Als ich den halben Hals weggeschossen hatte. Was ist hier? Erforscht man so einen Mist überhaupt? Ach, komm. Indem man sein Leben aufs Spiel setzt. Warte mal. Wie ging das denn jetzt nochmal? Das habe ich jetzt beendet. Und das kann ich aufwerten. Genau. Jetzt ist schon mal der normale Schuss auch aufgewertet. Und jetzt gehe ich hier an das Bücherregal und nehme den nächsten. Das Buch kenne ich noch gar nicht. Und dafür wählen wir uns
Und das mache ich eigentlich auch ganz, ganz häufig und ganz gerne. Das könnte sich für mich lohnen. Da hat aber auch beim Absorbieren nichts gezählt. Das war nicht so gut. Aber kann natürlich auch sein, weil ich einfach immer Full Life hatte, weil ich einfach so krass bin, dass die Gegner mir neulich im Free Roam einfach gar nichts anhaben konnten. Ich glaube, das wird es gewesen sein. Aber je mehr ich Forspoken spiele, desto mehr kriege ich immer wieder Bock, mal wieder Elden Ring zu spielen. Das habe ich ja leider auch nicht beendet. Dann mal los! Oh oh. Okay, ja, war ein kurzer Spaß. Danke auf jeden Fall für die Unterhaltung. Nee, kein Dritter nicht da. Nein, nein, nein. Was ist das? Eine Kiste. Oh, ich hatte schon lange keine normale Kiste mehr. Weird. Bevor ich jetzt da reingehe, lasse ich mich mit diesem Cliffhanger alleine. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das dürfte 11 sein oder so. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, es wäre dann Folge 11. Aber ich weiß es nicht. Euch auf jeden Fall viel Spaß. Bei der nächsten Folge schon mal. Und danke fürs Einschalten. Lasst doch gerne einen Daumen oben und ja, habt noch einen schönen Tag. Haut rein, ciao.